Hallo und herzlich willkommen zurück zum Beagle und The Last of Us. Der hat mich irgendwo unten zurückgesetzt, da habe ich schon ein bisschen Panik gehabt, dass ich alles nochmal machen muss. Aber nein! Ich konnte einfach zum Aufzug hochgehen. Ja. Ich habe hier, wie ihr seht, eigentlich bin ich ziemlich gut ausgerüstet. Hab ich doch. Leute, ich habe gerade vorhin meine Nahkampfwaffe verbessert gehabt. Jetzt sagt er mir, ich kann meine Nahkampfwaffe nicht verbessern. Dunno. Wie viel Dings habe ich? Oh, 35. Okay. Da brauchst du noch ein bisschen. Was wollte ich mir denn eigentlich holen? Mit 35? Ah ja, maximale Gesundheit, das war's. Danach werde ich, denke ich, auf Schwanken der Waffe. Ja. Auf Dauer ist das schon eine gute Investition. Damit habe ich jetzt eher Semi-Probleme. Ich lege hier nicht so viel Wert auf Headshots wie in anderen Spielen. Ich denke, maximale Gesundheit wird es werden. Danach das Heiltempo. Und dann möchte ich in jedem Fall auch noch den Messermeister haben. Komplett. Und dann schaue ich mal weiter. So, wir wollen hier Mal sehen, durch. wo wir landen. Kommst du, kleine Maus? Sicherheitshalber. Das sieht nach Durchgang aus. Ali ist nicht dumm. Das wird ganz schön eng, aber na komm. Für sie wird's nicht eng, Joel. Für sie nicht. Okay. Zack. Und wie sollen wir da hochkommen? Musste Ellie hochmachen, ne? Na komm, Kleine. Du schaffst das! Yes! Die hat auch keine Angst vor gar nichts. Na gut. Das tat weh, Leute, das tat weh. Joel, tauch erstmal auf. Mir geht's gut. Alles okay? Nein! Du hast mich zu Tode erschreckt. Oh. Ah, es lief nicht so gut, Leute. Und jetzt? Nein, 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 nein! Bleib da oben! Ich komme auch zu dir! So. Ich versuch's. Ja, Joel versucht's, Leute. Ich kann hier nicht tauchen. Warum kann ich hier nicht tauchen? Zum Bedienen der Taschenlampe. Ja, mache ich doch, Leute. Vielleicht da lang. Vielleicht, Joel. Vielleicht. Das sieht gut aus. Sieht es das? Ich weiß es nicht. Ich will ja einmal gucken. Ich habe die Szene sehr schlimm in Erinnerung. Ich muss auch gestehen, ich weiß noch nicht so genau, wie ich es mache. Maybe alles töten. Ich kann hier nicht welche im Wasser bringen. Ja gut, das macht Sinn. Maybe alles töten oder weglaufen. Ist halt eine Frage der Ressourcen. Wir sind ressourcentechnisch ziemlich gut aufgestellt. Das heißt, wenn ich jetzt so Dönekes mache, dann eigentlich eher, weil ich es mir erlauben kann. Für neue Ressourcen. Nein, das soll nicht unterwegs sein. Dann müssen wir wohl hier durchklettern. Ah, gibt es da auf dem Regal noch was für mich? Nein, natürlich nicht. Kann er schneller gehen? Da hinten warst du wirklich noch nicht. Joel, ich habe unseren Weg schon durchaus im Blick. Guter Mann. Tauchen und zack. Hier klappt das Tauchen übrigens erstaunlich gut. Genauso wie, warte mal, jetzt habe ich. Ja, ich tauche erst hier vorne. In der U-Bahn-Station weiß ich nicht, was der Fehler war. Also ich. Keine Ahnung. Ob da irgendwas schief gelaufen ist. Da schwimmen Menschen. Uff.
sehe da hinten. Ressourcen. Ah, oh, ist das unheimlich. Ich finde das unheimlich. Messer ist voll. Okay. Ja, Messer ist voll. Wie gesagt, wir sind messertechnisch und so ziemlich gut ausgerüstet, muss man sagen. Was hat man unter Joel? Was gibt's hier unten für uns? Ein Durchgang. Durchgang. Okay. Ich nehme mal den Durchgang. Keine Ahnung, ob ich jetzt einen Fehler gemacht habe, weil ich da hinten noch Ressourcen bekommen. Vermutlich. Joel, was ist dein Problem? Oder willst du nicht? Soll ich nochmal zurückschwimmen? Und mir lieber angucken, wo es da... Anders jetzt sind wir voll, Leute. Ja, die paar Klingen und Scheren und so. Verdammt, Spuren. Ja, natürlich. Spuren, was auch sonst. Ratis! Ratis! Gott, das ist so widerlich. Warum klingen Ratten wie Vögel? Kann mir das irgendwer erklären? I'm just asking. Wir sind richtig gut ausgerüstet, Leute. Wir sind eigentlich richtig gut ausgerüstet. Lad mal kurz nach. Und hier möchte ich bitte einmal wechseln. Zur Schrot. Da ist das Dings meines Begehrens, aber erstmal schaue ich mich hier. Nee, doch nicht. Warte. Hm, die Geräusche. Die Geräusche, Leute, die Geräusche. They know what they do. Und der Moment, wenn du halt so viel Ressourcen kriegst, ne? Das habe ich da unten aber nicht gesehen, ne? Nein, habe ich voll. Okay. Was sind da vorne? Das, ach, das ist gar nicht der Generator. Schau mich trotzdem erst hier um, bevor ich zum Generator gehe. Vielleicht auch, um nochmal den Weg irgendwie präsenter zu haben. Keine Ahnung. Kann man die vorher schon rauslocken? Nee. 10 Pillen, das hat sich gelohnt. Ich weiß ja nicht, ob ich Pillen nehmen würde, die da so rumliegen. Seit Jahren. Ne? Aber. Okay, da war ich. Wir gehen gleich wieder runter zum Generator. Promised. Oh, Leute. Uff. Relativ viele Tote, ne? Eine Flasche liegt da rum. Ah ja, die Tür geht ja nicht auf. Wo kommt... Die sind schon hier? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wie soll ich die denn wegholen? Das sind Runner. Fuck. Nein, ich wusste nicht, dass man die so triggert, Leute. Ich wusste es wirklich nicht. Wie komme ich denn da hoch? Ich könnte ein Geräusch machen und hoffen, dass sie runterkommen. Das wäre eigentlich eine ziemlich geile Idee. Oh, uff. Hier laufen sie auch schon rum. Mein Magen macht ein bisschen Uli. Okay, okay. Ist okay. Ich hasse die Dinger. Jetzt haben sie mich gesehen und sie kommen nicht zu mir. Sie haben mich gehört, aber doch, doch, sie kommen. Au. Okay. Das müssen die gehört haben. Ja, da kommen sie auch schon. Da kommen sie auch schon. Wo denn? Was will er da? Nein!
Ach, komm, ist okay. So, wer das jetzt nicht gehört hat... Nein, 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 bitte nicht. So, ich muss mal gucken, wie der angerannt kommt, Leute. Jetzt habe ich natürlich keine... Witzig, keine... Der ist unten, ne? Der ist unten und kommt nicht wirklich hoch, oder? Doch, jetzt kommt er hoch. Er kommt nicht hoch. Er hat keinen Bock auf seinen Job. Wo ist er denn jetzt? Da hinten. Wait, what? Ist kein Thema, ich... Komm schon klar. Wo rennt er denn jetzt hin? Dude, was ist dein Problem? Jetzt ist er schüchtern oder was? Okay. Keine Ahnung, was ich da von ihm getroffen habe, aber ich habe getroffen. Sehr schön. Wenn ich jetzt noch eine Schlagwaffe finden würde, bevor ich hier Wulle Action mache. Ja. Leute, ich wollte eigentlich alles. Wie er einmal hier durchgeht. Zack, zack, zack. Alles aufmachen. Zack, zack, zack. Habe ich euch schon gesagt, dass ich ein bisschen nervös bin? Leute, wenn ich da in der Realität wäre, ne? Mein Darm würde erstaunlich gut arbeiten vor Stress und Angst. Das ist eine Flasche, die interessiert mich nicht. Kriege ich noch irgendwas anderes als einen Holzstock? Ich nehme mal an... Es ist, glaube ich, relativ gut, dass ich jetzt alles hier durchsuche. Denn dann... ID-Card. Ich kann das jetzt alles schon machen? Das wusste ich nicht, Leute. Wisst ihr was, nämlich, was ich jetzt mache? Den Generator an. Und dann verpissen wir uns. Jetzt Joel, Bein in die Hand nehmen, Bein in die Hand nehmen, Bein in die Hand nehmen! Und hier hoch. Und wohin? Wohin? Nicht hierhin, glaube ich. Bloater! Und tschüss! Ja, 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 ja! Joel! Oh. Der ist hinter mir gewesen. Die Szene kann man sich so entspannt machen? Ich muss zu Ellie. Die Szene kann so entspannt laufen? Was soll ich sagen, Leute? Was soll ich sagen? Ich wusste das nicht, dass das geht, ja? Ich dachte immer, das wäre vom Spiel so gewollt, dass man beim Generator Stress kriegt. Also die wären halt beim Generator angekommen, hätten gesagt, Dude, du bist so naiv und willst... Falsch? Oh, ich brauche unbedingt den zweiten Holster, ey. Du willst unbedingt den Generator da anmachen? Who the fuck cares? Wir wollen dir in den Nacken beißen. So läuft das da eigentlich unten. Ich wusste nicht, dass man das alles schon vorweg machen kann. Und aus der Riesentür... Wobei, ich glaube, ich hätte noch in den Raum gekonnt, wo der Bloater gewesen ist. Da wäre bestimmt... Ah, du, das war der Fehler, den ich da hatte. Der Raum, wo der Bloater drin war. Da hätte ich reingehen können. Das kann's... Also, ich habe keine Ahnung.
Ist das jetzt... Ja, jetzt ist es vorbei, Leute. Naja. Wir haben für die Pistole eh so gut wie nie Waffen. Nachladegeschwindigkeit. Schneller abfeuern. Schussfolge ist gar nicht schlecht. Magazinkapazität auch. Habe ich jetzt nicht gemacht, ne? Rückstoß. Ist auch gut. Reichweite kann ich noch nicht machen. Nachladetempo ist, glaube ich, auch nicht das Schlechteste. Ist generell... Ach, darf ich nicht machen? Die würde ich nämlich auch gerne ein bisschen öfter benutzen. Komm, für 20 Teile kann ich auch die Reichweite Zielgeschwindigkeit. Aha. So. Die hier benutze ich ja schon eher als die andere. Aber für die andere haben wir einfach nie Patronen, Leute. Also ich bin zufrieden. Ich bin richtig zufrieden. Ganz gut. Ja, das ist nicht nur ganz gut, das ist mega gut. So, dann haben wir da nämlich die Schrot. Ja, und da haben wir gar nichts. So, was haben wir? Jetzt ärgere ich mich dich. Jetzt ärgere ich mich richtig, dass ich nicht in den Raum mit dem Bloater gegangen bin. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Naja. Das war mein Fehler. Für 2 Sekunden schlau sein, um dann zu merken, dass man nicht schlau war. Boah, da wäre bestimmt richtig geiler Scheiß drin gewesen. Pillen zum Beispiel. Naja. Huch, Joel, doch nicht so laut. Weil, guck mal, da sind sie nämlich. Erwischt. Erwischt. Gut gemacht. Gebissen? Wie denn auf heute das nicht. Du? Tanz? Heute nicht. Okay. Chris Stimme, heute nicht. Und seht nach, ob hier noch welche von denen sind. Tja, Leute, heute nicht. Kann ganz schnell gehen, aber nicht heute. I try to be stealth natürlich. Aber ihr wisst, was das bei mir heißt. Ihr wisst's einfach, Leute. Ihr wisst's. Das klappt nicht immer. Ah, wie sie mich hier anflehen, die Flaschen und so zu benutzen, Leute. Was macht der? Guck mal, da ist er noch so stolz gewesen, dass er nicht gebissen wurde. Und dann... Okay, dahinter geht er. Jetzt müsste er nämlich seinen toten Kameraden finden und völlig schockiert sein. Oh no, he's dead. Und jetzt bist du tot. Tja, ihr wart so stolz, nicht gebissen worden zu sein. Und jetzt... Es tut mir leid. Aber ihr wollt uns ja auch ständig töten, ne? Ist jetzt nicht so, als würde ich das machen, weil ich euch hasse. Es ist... Ich hänge einfach an meinem Leben. So sieht's aus. Ich hänge einfach an meinem Leben. Ach, Kacke. Ist hier noch einer? Ja, da ist noch einer. Warum lasse ich eigentlich beim Zielen immer los? Ich weiß es einfach nicht. Ups. Wo zur Hölle steckst du? Nirgendwo. Voll dran vorbei. Der Bogen und ich, wir werden irgendwie keine Freunde, Leute. Wir werden einfach keine Freunde. Ach Mist! Ist okay. Ja, ja, ist okay. Ich hab's verstanden. Wo seid ihr denn jetzt? Wollt ihr mich umrunden? Könnt ihr mich umrunden? Das ist die andere Frage. Zack, 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 zack. Nachladen, Joel, nachladen. Na komm, oh, das Schwanken der Waffe ist doch heftiger, als ich gedacht habe. Kacke, ey. Okay. Wie deine 2 Kollegen in der Küche? So in etwa? Vom Büßungsgrad her? Ich frag nur. Er will nicht mehr.
Er will, er hat keine Lust auf seinen Job. Er ruft zwar, du wirst büßen dafür, aber er hat einfach keinen Bock. Voll in die Fresse und es hat nichts gebracht. Okay. Jetzt hat er schon wieder keinen Bock mehr. Er hat wirklich keinen Bock auf seinen Job. Leute, er hat keinen Bock auf seinen Job. Au! Er hat gewartet und das gar nicht. Au! Mir aus. Ich nehme dein Basie, ja? Hallo. Okay, falls hier noch jemand ist. Ne, hier scheint niemand mehr zu sein. Zack, gleich mal schön machen. Jetzt habe ich hier ordentlich Wumms hinterm Schlag. Und jetzt, Leute, mache ich Cut hier. Also mal abseits dessen, dass ich den Raum mit dem Bloater verpennt habe. Schnüff. Lief's gut. War wirklich gut. Schaltet nächstes Mal gerne mit ein. Wir haben Ellie verloren. Wie findet ihr solche Passagen eigentlich? Ich finde sie gut gemacht. Also hätte ich nicht erkannt, also hätte ich einfach den Generator gemacht, ohne zu checken, dass die Runner da schon rumlaufen. Und ich glaube, das sollst du auch gar nicht checken in dem ersten Spieledurchgang. Ist das ein echt gruseliger Moment. Der ist wirklich gut gemacht. Und auch hier wäre ich jetzt nicht so schnell da rausgerannt, sondern hätte mir noch den Raum mit dem Bloater angeguckt, dann hätten wir richtig Wumme gehabt, weil das waren einige. Es waren Klicker, es waren Bloater. Da weiß man nie, was schlimmer ist, die Menschen oder die Infizierten. Ich gehe aber immer noch mit, dass es, glaube ich, die Infizierten sind. Menschen verhalten sich nämlich meistens ziemlich dumm. So von der KI her. Manchmal. So wie der eine Typ, der jetzt einfach gar nichts machen wollte. Aber na gut. Nächstes Mal suchen wir Ellie weiter. Schaltet gern wieder mit ein. Habt einen schönen Tag. Haut rein.